Hallihallo, Hallöchen, Popöchen. Willkommen zurück zu Skyrim mit dem Johnny Doe, der Ella und ja, hier in der Spore. Wir sind gerade hier auf, ich kann die eigentlich mal hier so wieder entfernen, die blöde Markierung. So, tschüss, Markierung entfernen, zack. Ja, Vampiros, Dactylus, hier ist auch noch viel Blut. Ja gut, wir gehen einfach mal rein und speichern hier nochmal vielleicht vorher. Lololo, Blutschanze. Stufe 13 haben wir mittlerweile erreicht, beziehungsweise in der letzten Folge, und haben so ein bisschen hochgeskillt auf die Zweihandwaffe. Super. Okay, hat nicht geholfen. Ich dachte. Nö. Ich hab nichts gehört. Oh, okay, wir sind entdeckt worden. Vampir-Diener? Okay, gibt's auch. Ach, danke, Ella. Die haben es echt ein bisschen in sich, da muss ich ja ganz ehrlich sagen. So lau sind die dann doch nicht. Komm, der nächste. Was? Hä? Ausgerechnet jetzt ist die. Ganz schnell machen hier. Ah, nee, Gott sei Dank, die. Hab nichts gesehen. So. Gucken wir einfach nicht nach unten, wir gucken einfach nach oben. Zack. Muss ich mir nochmal angucken, warum wir hier auf einmal nackig sind. Das gibt's echt nicht. Das hätte ich gerade mal in der Folgenpause machen können. Ich habe irgendwie voll vergessen. Ach du Scheiße. Speichern sollen. Puh, erstmal was futtern, würde ich sagen. Oh, lecker Kaninchenkeulchen. Das Braten. Ja, gut. Stimmt. Komm, wir wenden das einfach mal an. Wieder nur mal testen, ob das, ne? Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt, so, okay. Was ich mit dem Körbchen machen soll. Ach guck mal, leckere Hände gibt's hier. Lecker. Was das Hähnchen begehrt. Hahaha. So, hier. Moment. Mode. Gut, super. Gut, den kann ich auch brauchen. Oh, hier. Zaubertränke. Entschuldigung. Bisschen Gold, das können wir auch mitnehmen. Ich weiß nicht, was ich mit den ganzen Büchern soll, aber. Wir nehmen es einfach mal mit. Dann fallen wir leer. Ist auch nichts. Nimmst du einfach mit. Ich mal lesen, einfach mitnehmen.
mal. Meine Güte, beeindruckend. Na, das du so, Ella. Raus. Schau raus. Mann. Ach du Scheiße. Ich hole jetzt extra näher ran. Und nach tiefes zu sehen. Ach du Scheiße. Ich muss mal raus scrollen, weil ich kann echt nicht spielen, wenn ich da so nah drin bin. Ach du Shit, Moment. Das ist nur ein Gargoyle. Das ist nur ein Gargoyle, das ist gut, ey. Ich dachte, da wäre schon hier der Man of the Heel, ey. Ich muss mal eben das Futter noch. Und, sieht hier gleich ganz, ganz böse aus. Für uns. Vampir-Dinana! Ich muss noch mal gucken, dass die Frauen echt nackt sind. Das ist echt ein bisschen blöd beim Spielen. Das macht das Gameplay ein bisschen schwieriger. Kriegt man sofort den Strike bei YouTube. Böse, böse, böse. Und dann. Ich glaube, das kommt davon, weil ich die extra. So, ich noch gar nicht im Kampf. Ich denke, das kommt daher, die nackten Augenblick, weil ich die verbesserten oder hübscheren Körper der weiblichen mit eingebaut habe und den jetzt durch den Santa-Gedöns geändert habe. Ich komme rein. Tschüss. Illusion verbessert. Ja, warte, geht das? Hier in der Kiste ist nix. Die suchen den Sack. Sacks, ja. Suchen den Sack. Durchsuchen den Sacks, ja. Das ist, ja. Ist klar. Muss ich da nochmal aufschließen? Nee. Ach du Scheiße. Ah,
Frage ist, wo bleibt der Hunter drinne? Na du? Versuchen es mal. Zu viel Lehrling ist. Oh. Hier, Ella. Den neuen Schlafplatz. Ja, mal ehrlich, was hat der denn? Todesunde. 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 Schnell mal futtern. Ja! Ja, das ist. So, da waren die Zwinger jetzt hier, ne? Waren da eigentlich jetzt hoch? Da sieht das hier. Nur noch den Ausgang wiederfinden. Eine neue Hand berührt den Stern. Was? Hört mich. Hört mich an und gehorcht. Eine schändliche Dunkelheit ist in meinen Tempel eingedrungen. Eine Dunkelheit, die ihr vernichten werdet. Bringt meinen Stern zum Berg Kilkreath zurück. Und ich werde euch zum Werkzeug meines läuternden Lichtes machen. Hä? Ja. Super. Wieso? Kann ich ja nichts für, wenn ich nicht. Ja mal aufgehen. Hoppla. So. Das war der Gargoyle. Achso. Was ist da Quatsch? Hm.
Ja, wohin läufst du denn auch durch? Dummes Kind. Nee, 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 nee. Ella, Ella, Ella. So, das können wir eigentlich wegpacken jetzt hier. Und da können wir jetzt eigentlich die Schnellreise einhauen, ja. Benutzen, da reisen wir mal eben nach Falkenring. Und können wir da eben die Quest abgeben und dann mal auch einiges verkaufen. Ich weiß, normalerweise mache ich das immer im Offline-Modus, aber... Was ist los? Drachen? Jetzt so. So hier. Kommt doch herein. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer. Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht. Meine Familie dankt euch. Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Passt auf, was ihr sagt. Das Kaiserreich hat in der ganzen Stadt Ohren. Ich hab da jetzt eigentlich, hab ich dir noch einen geholfen. Jetzt müsste doch eigentlich auch die, Och Mann, ey. Die müsste irgendwo hier vorne. Ah, da. Ach ja, ja. Ist ja im Jarlhaus. Jarlhaus! Jalla, jalla. Ach so. Wie fühlt ihr euch? Ich bin der Vogt dieses Ortes. Ich diene unter Jarl Sittgeier. Ausgezeichnet, ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Hm, danke. Möge die Weisheit auf ewig eurem Pfad erhellen. Der Friedhof von Falkenring erinnert uns daran, dass der Krieg hier kein Unbekannter ist. Mhm. Sittgeier handelt manchmal etwas vorschnell. Er hört aber auf Hilwart und mich. Das ist gut zu wissen. Sehr gut sogar zu wissen. So, jetzt haben wir eigentlich fast alles. Ja gut, da hinten hätten wir noch was. Das ist ja um einiges. Dort haben wir auch schon, in Einsamkeit waren wir ja schon. Müssen wir auch mal hin. Aber erstmal möchte ich nur unser Häuschen hier fertig bauen. Oder weiterbauen. Ich hoffe, der blöde Riese ist jetzt weg. Krieg ich ja nie platt, ey. Immer auf die kleinen Dicken. Guck mal. Nein. Hallo? Hallo? Hallo, konnte ich ja noch auswählen, jetzt nicht mehr, oder was? Gut, ich wollte eigentlich Sachen verkauft haben. Ging jetzt komischerweise natürlich nicht, oder beziehungsweise nicht komischerweise, sondern ging nicht, ist schon zu spät. Um die Uhrzeit geht das natürlich nicht. Da ist dann niemand da. Alter. Kiefernwacht. Mal gucken, ob der beknackte Riesen noch da ist. Ey, der ist schon wieder da. Das gibt's doch nicht. Warum ist der blöde Riese denn schon wieder da? Oh, schnell rein.
Was braucht ihr? Ich brauche Baumaterialien. Natürlich. Was brauchen wir? Holz. Ich werde mich sofort darum kümmern. Gut. Braucht ihr sonst noch etwas? Holz. Ich werde mich sofort darum kümmern. Braucht ihr sonst noch etwas? Holz kann nicht falsch sein. Leben. Nein, ich brauche sonst nichts. Sehr gut, mein Herr. Lebt wohl. So. Die nutzt ihr noch, aber die hört dann eigentlich auf. Ja. So. Wunderbar. Hat doch geklappt. So. Ich würde jetzt gerne mal ausprobieren, ob wir den jetzt... ich weiß es nicht. Ja, weiß nicht, kriegen wir den Platt eigentlich nicht, ne? Ich frage mich eh, was der auf meinem Hab und Gut hier macht. So. 5. Schöne Tabakchen, ne? Ja. Da ist er. So, dann versuchen wir mal etwas. Und zwar Zaubertrank der Ausdauer und Wundertrank der Stärke. Okay, und wir werden uns auf nur schwaches Gift. Nur schwaches Gift? Na gut, schwaches Gift. So, und jetzt. Wo ist denn die Ella? Alter, der hat mich mit einem Schlag mal eben zwei Pflege. Alter. Ach. Ja, danke. Wieso? Hä? Ich würde den da gerne weghaben. Alter! Der haut mich einfach so kaputt. Oh. Ja, in dem hast du echt keine Schnitte. So die ganze Karotten weggefuttert. Ey, der haut dir direkt schon mal eine wieder vor die Fresse und dann bist du schon wieder platt, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Nein, er hat mich nochmal erwischt. Scheiße. Ah, Mann. Ne, ich glaube, den kann man mit dem hier, das müssen wir auf eine spätere. Das müssen wir auf eine spätere Folge verschieben. Der macht uns einfach platt.
Da gibt es nichts dran zu rütteln. Achso, Schloss muss ich noch machen. Zwei Schlösser. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Wir machen uns einfach. Pum, platt. Und dann wartet. Hinter nichts. Da kennt er dann nichts. So. Küchentür. Zack. Küchenfundament. Küchenfußboden. Küchenwandstützen. Dachrahmen für die Küche. Küchenwände. Und eine Küchendecke. Zack. Zack, 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 zack. So, jetzt sollten wir eine tolle Küche haben. Haben wir jetzt auch. Die ganz tolle. Ich trau mich gar nicht mehr an. Komm doch, komm doch. So, Tür. Genau, das müsste jetzt, genau, das ist dann die Küche. Sieht komisch aus, ist aber so. Ist ja draußen ein roter Punkt. Das heißt, Feinde sind da. Ich bin noch gar nicht im Kampf. Oh, nee, wa? Jetzt dürfte aber nicht mehr angezeigt werden, oder? So. Ja, genau. Ofen hätte ich gerne hier. Ja, natürlich. Feuerstelle. Ein hängendes Geweih hätte ich natürlich auch gerne hier. Da, guck mal, ist das nicht. Das ist doch. Ist das nicht schön? Hä? Achso, hier kann ich dann auch was kochen, ne? Ja. Salz nehmen, ist ja meins, ne? Klaus ja keiner. Ist ja meins. So, kommen wir hier nochmal ein bisschen kochen hier. Lecker. Huch. So. Können wir direkt was kochen hier. Lecker, lecker, lecker. Was mich interessiert, kann man eigentlich die Sachen auch wieder abreißen? Ja, ne? Ich glaube nicht, oder? Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Oh, es geht so. Aber danke. Gerne eigentlich das wieder hier so ein bisschen ändern, aber das geht schon nicht. Naja, egal. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Nicht ganz so schlimm, was war hier. Ne? So, das war das Schlafzimmer. Kommt man da irgendwo? Wollen wir da nochmal? Achso, ich hab's. Bank. Kleiderschrank fehlt noch, etc. Kommt, ne? Keller kommt ja auch noch was rein. Da, Ella. Fang ein Spiel mit Ella. So, jetzt gehen wir nämlich hier raus. Der steht da unten, wa? Und wartet nur so auf uns. Mir den Schädel einzuschlagen, blöde Sau. Das gibt's nicht. Oh, guck mal. Holzfäller. So, ich wollte aber mal eben kurz nach Flusswald. Muss ich mal eben markieren, Markierung setzen. Machen wir jetzt keine Schnellreise hin. Ja, genau, eben schnell nach Flusswald. Weil ich noch Sachen auch unter anderem verkaufen will. Wollte, brauche, müsste.
Tralala. Meine Ausdauer schon wieder ausgepowert hier. Wo ist man denn da? Was haben denn? Oh, da sind Banditen. Hallo. Nein, ich glaube nicht. Du? Ja. Hallo? Wo sind die? Ach, da hinten, die kleine feige Sau. Hast du davon? Misch dich nicht mit mir an, doch. So. Na gut, Scheinachs kann man auch noch mitnehmen. Ich würde mal gerne wissen, wo Ella. Ja, jetzt kommt sie, weißt du? Toll, Ella. Toll, super. Klamotten sind schon schwer zu latschen. Können wir ein bisschen abkürzen. Juhu! Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Ich weiß nicht. Jetzt scheint nicht ganz so schlecht. Ja. Wer weiß, was dort zu finden ist. Genau. Aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Und ich sag dann mal Tschüssi, Paduski. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ja, es hat mir echt vielen, vielen lieben Dank. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt und mich begleitet habt auf der Reise hier durch Skyrim. Meine Freunde, wir sehen uns wieder und ich hoffe dann etwas gesünder. Ciao, Pupaui!